Jo, da sind wir wieder bei Pokémon Gold. Also beim letzten Mal sind wir Champs der Liga geworden und nun wollen wir Richtung Kanto aufbrechen. Und was mich gerade noch interessieren würde, haben wir eigentlich Bälle noch? Ja, ja. Eigentlich ganz gut noch, ja. Und ja, wir wollen jetzt nach Kanto aufbrechen und uns dort ein bisschen umschauen. Willkommen auf dem Schnellboot MS Aqua. Trittst du heute Reise an? Ja, zeig mir bitte dein Bootsticket. Zeig das Bootsticket. In Ordnung, danke schön. Wir legen bald ab, geh an Bord. Okay. Schöne Musik. Burp, burp. So, what the fuck? Boah, Entschuldigung, ich habe es eilig. Meine Enkelin fehlt noch. Sie ist noch klein. Sag mir bitte Bescheid, wenn du sie siehst. Ich glaube, die Bootsfahrt endet sogar erst, wenn wir die Enkelin finden. Von daher haben wir jetzt genug Zeit, die ganzen Kabinen hier zu erforschen. So, jetzt möchte ich nochmal kurz gucken. Ja, Surfer möchte ich eigentlich nicht einsetzen. Markus. Wie sind deine Werte? Okay, ist relativ Durchschnitt, aber du kannst ja noch einmal entwickeln. Ich hätte mir quasi die Sonderbonbons einfach reindrücken können, ne? Da direkt Level 50. Ich schmeiß mal Markus nach vorne und schau mal, wie gut er sich behaupten kann. Bist du allein? Lass uns kämpfen. Ein Wanderer? Theodor. Okay. Schickt Zandama in den Kampf. Was? Okay, das ist etwas niedriger, als ich erwartet hätte. Ein bisschen sehr viel niedriger, als ich erwartet hätte. Na gut, vielleicht sind es ja nur die auf dem Schiff und die in Kanto sind viel stärker. Das kann sein. Wer weiß, Volltreffer. Sehr schön. Da bekommen wir aber gute Erfahrung eigentlich. 1088. Oh, ein Geowatz. Das gibt auch sehr gute Erfahrung. Es gibt ja so Pokémon, die geben einfach mal so ein bisschen... Jedes Pokémon hat so seine eigene Base-Erfahrung. Ich glaube, das hat es schon mal angesprochen. Dass Hatteria ja zum Beispiel die höchste Base-Erfahrung hat. Dass wenn du es auf dem gleichen, also unter gleichen Bedingungen, dass zwei Pokémon besiegst und dann natürlich das mit der höheren Base-Erfahrung mehr Erfahrung im Endeffekt. Und entwickelte Pokémon sind halt meistens auch, dass sie höhere Base-Erfahrung geben. Das ist zu viel für mich. Und Mama ruft an. Ja, wie geht es dir? Ich habe im Einkauf ein nützliches Item gefunden. Ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Es ist in deinem PC für dir gefallen. Tütütüt. Nichts. Okay. Entwickelte Pokémon, wie gesagt, haben höhere Base-Erfahrungswerte. Und Basis-Pokémon, sprich die, die sich nicht entwickeln können, haben auch etwas höhere als so manch andere, die sich eben noch entwickeln können. So, das ist deine Kabine. Wenn du deine Pokémon letzt sind, mach damit hier ein Nickerchen. Dadurch werden sie geheilt. Oh, ich habe sogar einen PC hier. Cool. Das wusste ich nicht. Wie verbindet er sich? Ich habe einen Hypertrank bekommen, cool. Nein, das brauche ich nicht. Ich kann auf jeden Fall erstmal das ewige Eis ablegen. Ja, den EP-Teiler brauchen wir zurzeit eigentlich auch nicht. Kann ich auch ablegen. Den Rest behalten wir mal. So, geschwächt sind wir jetzt auch noch nicht so wirklich. Das heißt, wir schauen uns hier weiter um und prügeln einfach alle Gegner um, die wir sehen. Ich finde, das klingt nach einem guten Plan. Ich gehe nach Kanto, um meine Feuerspuckkünste fortzuführen. Ah, Feuer-Pokémon. Also ein Feuer-Pokémon, also ein richtiges Feuer-Pokémon, hätte ich eigentlich auch sehr gerne noch im Team gehabt. Nicht nur mit einer Feuerattacke. Smogon! Boomgon! Du kannst Boom machen. Aber auf dem Level ist es, glaube ich, noch nicht so gefährlich. Und Smogon, wissen wir ja, Smogon ist hart und deswegen hat es eine gute Verteidigung und dementsprechend eine schlechte Spezialverteidigung. Aha. Ich glaube, ich lasse einfach Markus draußen, bis es sich irgendwann mal zu Dragoran entwickelt. Kira ist ja sowieso schon mit eins unserer stärksten Pokémon, würde ich ja schon sagen. Einfach mal, es kann Psychokinese. Als Psycho-Pokémon. Mit so einem harten Spezialangriff. Nebenbei, da sieht man mal die spezialdefensiven Werte eines Flamaras. Die sind recht gut und nicht zu unterschätzen. Das Ding einfach mal den Surfer überlebt. Und Smogon. Ich hoffe ja echt, das Level wird nochmal ein bisschen angezogen in Kanto. Wo
Wobei selbst mit den Pokémon, selbst vor dem Leveln wäre ich immer noch 10 Level über denen gewesen. Ungefähr. Ich hoffe echt, die werden nochmal angehoben, so ein bisschen. Zisch, die Flamme ist klein. Da, oh, Mama! Eine tolle Puppe, ja, gut. Moment, wieso nennt sie eigentlich alle Items, die sie kauft, dekorative Items? Also einen Hypertrank stelle ich mir jetzt nicht ins Zimmer und denke mir, das ist ein schöner Hypertrank. Der sieht schön aus. Das ist nicht so ganz das, was ich unter dekorativen Items verstehe. Aber gut. Hey Kleiner, möchtest du gegen mich antreten? Okay, wenn du sagst. Pokéfan. Das ist ein Pikachu. Ein Botogel. Das guckt irgendwie komisch. Ich kann mir nicht helfen. Das guckt irgendwie komisch. Aber gut, Moment, das ist ein Eis-Pokémon. Was lasse ich dann Drachen bitte draußen? Bin ich doof oder so? Weil Markus das eh wandelt. Davon gehe ich doch aus. Hallo, es ist Markus. Du bist stark. Hi. Du denkst, ich bin noch ein Baby? Das ist gemein. Das habe ich nicht gedacht. Leg mir hier keine Worte in den Mund. Zwillinge Zoe und Pia. Zoe und Pia. So. Teddiosa. Ich hätte gern ein paar mehr entwickelte Pokémon als Gegner. Wie viel zieht denn so das Slam ab? Würde er treffen. Das ist so eine Attacke. Ich mag Slam nicht so wirklich. Die trifft einfach nicht so häufig. Ich glaube, der ist sogar der Trefferquote von 75 nur. Gut, das ist zwar eine relativ starke Attacke, aber trotzdem ist es eine relativ geringe Trefferquote. Fumpy. Was könnten wir eigentlich in Kanto noch alles fangen? Wir haben ja sowieso alle Routen in Kanto ja noch frei zum Fangen. Eine Nuzlocke in Gold und Hart, also in der zweiten Generation, ist ja eigentlich ziemlich krass. Man hat so viele Pokémon, die man fangen kann. Man hat die komplette Johto-Region, man hat die komplette Kanto-Region. Das ist krass, wie viel das ist. Hallo, ich kann meine Enkelin... Achso, du bist das. Wenn sie an Bord ist, ist alle in Ordnung. Aber was ist, wenn sie über Bord fiel? Was ist denn, liebe? Dann könnte jemand nerven. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Ja, ich glaube, ich weiß auch, wo sie ist. So, schauen wir uns mal hier unten weiter um. What? Was willst du? Köppel, könntest du mal nach meinem Kleinen suchen? Er fordert irgendwo, dieser Müßiggänger. Ich werde ihn selbst suchen, aber ich würde selbst auch, ich bin gerade im Dienst. Na gut. Ist wahrscheinlich du da, oder? Alle Passagiere sind Trainer. Sie warten in ihren Kabinen auf Herausforderer. Nee, du bist es nicht. Gab's noch einen anderen Weg? Irgendwo hoch oder so? Du? Das ist meine, das ist der Typ, der mir sagt, dass es meine Kabine ist. Jom? Du? Sollen wir noch rein in der City? Wir machen eine Durchsage, wenn wir dort ankommen. Nee. Kann man hier auf die linke Seite irgendwo? Dann muss ich wohl in den Kabinen nach dem Typen suchen. In meiner Kabine ist er schon mal nicht, aber ich kann mich noch mal kurz heilen. Ein weiches Bett. Schlafenszeit. Ausgeruht und frisch. Na gut, dann schauen wir in den Kabinen. Da. Richtig, ich bin ein Matrose. Ich habe nicht gefaulenzt. Die Kabine war frei, darum habe ich ein Nickerchen gemacht. Was soll's, lass uns kämpfen. Das ist auch nicht faulenzen. Nein. Ist ja nicht so, als müsstest du arbeiten. Herr Pascal. Mit deinem Macholo. Das lässt Markus auch einfach weg. Das könnte ich dem Dragoran später an alles beibringen. Hyperstrahl. Einfach weil. Weil Hyperstrahl. So, Level 48. Nur noch zwei Level. Oder 7. Komm, wir setzen mal Dodo ein. Jetzt können wir mal ein bisschen durchwechseln. Ich glaube, ich benutze sogar wirklich einfach die zwei Sonderbonbons und schauen mal, ob es dann direkt zu Dragoran wird oder es ab 45 wird. 55. Ich weiß nämlich eben nicht mehr, wann das sich entwickelt. So. Dodo. Jo, Dodo haut rein. Phaeton. Benutzt mal Blitzi.
Schau mal, wie viel der Donnerschlag abzieht. Ja gut. Das Enten auf dem Level wird es wahrscheinlich einfach mal direkt one-hitten, aber trotzdem. Wobei ich mich dann frage, ist dann Stärke stärker als ein sehr effektiver Elementarschlag? Die haben ja 75, also effektiv 150. Stärke, na gut, Stärke kommt auf 120. Und mit dem rosa Band, was Blitzi noch trägt, sind es 132. Als Matrose muss man körperlich arbeiten, das ist sehr anstrengend. Ich gebe Markus mal eben die zwei Sonderbonbons. Und schau mal, ob es sich auf 50 entwickelt. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir einen Dragoran haben. So, zwei Stück. Jo. Brauchen wir die denn? Da. So, Markus Level 49. Und Markus Level 50. Und es entwickelt sich auf 55 erst. Okay. Dann packen wir dich mal nach ganz unten. Das wird also noch eine Weile dauern, bis Markus stark wird. Vielleicht erst so zu Blue ungefähr. So, darf ich jetzt? Ja, jetzt darf ich durch. Danke, Junge. Ich hab mit dir geredet. Er wird nicht mehr faulenzen. Ein kleines Mädchen. Ich glaube, sie ist hier vorbeigekommen. Okay, dann suchen wir weiter. Hey, wie geht's dir? Ich bin sehr krank. Och, jetzt bin ich auf die Schuhe. Die sind neu. Meine Mama hat die gekauft. So, Jungler Eike. Ist Eike nicht eher ein weiblicher Name? Oh. Los, Kira. Psychokinese. Einfach weil. Mal gucken, wie viel Schaden das so macht. Ja. Dafür, dass es nicht sehr effektiv ist. Und dafür, dass Pantymus eine relativ gute Spezialverteidigung hat. Wow. Siegstrahl sieht cooler aus. Magma. Setzen wir doch mal direkt Dominik ein. Wir wissen ja mittlerweile, Dominik hat eine verdammt gute Spezialverteidigung. Überlebt trotzdem leider keine Elektroattacken. Aber ist ja nicht so, als würde ein Magma mit Elektroattacken ankommen. Dafür können wir mit Hydropumpe ankommen. Lernt ja Garados ja relativ früh, ich glaube auf Level 40 sogar schon. Und Marshock. Da setzen wir wieder Dodo ein. Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein ziemlich cooles Team mittlerweile. Mit dem Team werden wir ganz Kanto rocken. Ich muss nochmal gucken, wie ich das dann mache mit den Arenen. Wer wo eingesetzt wird. Ich glaube, ich kann schon mal sagen, Orania City, da wird Dominik nicht viel von der Arena sehen. Nein. Hast du da vielleicht irgendwas Nettes da reingekotzt in den Eimer? Nö. Hätte ja sein können. Wer weiß. So, haben wir hier noch jemanden? Einen Matrosen. In den Pausen ist Kämpfen meine Lieblingsbeschäftigung. Och, was für ein Zufall. Meine Lieblingsbeschäftigung ist auch Kämpfen. Ich kämpfe nur immer, nicht nur in den Pausen. Radikal. Stimmt, da wurde mir auch geschrieben, ich habe ja... Wann war das? Diese Route über der ersten Route in Johto. Habe ich ja einen Radfratz gefangen, glaube ich. Wo ich ganz vergessen hatte, ich hatte ja schon Radikal. Aber gut, ich denke mal, da wäre eh nichts Neues mehr gekommen, von daher. Macht nichts. Kommt der Böbel Ruckzuckieb an und wow. Zieht doch noch ein kleines bisschen ab. Und wir sind zwar gerade so ein bisschen maßlos unterlevelt, aber... Wie gesagt, ich hoffe, es legt sich. So, da unten scheint nichts mehr zu sein. Was macht die Dame dort? Oh, du möchtest kämpfen. Ist langweilig. Willst du kämpfen? Ich dachte, du wärst nur eine Pajasier. Pajasier. Eine Mitfahrerin. Hedwig. Golking. Eins der Pokémon, vor der ich so ein kleines bisschen Angst habe. Das
kann potenziell Hornbohrer. Die Attacke mag ich nicht. Es sind zwar nur 30%, aber es sind nicht 0% und das ist schon das Schlimme. Ich erinnere mich nur an die Crit-Chancen aus Fire Emblem-Spielen. 1% Crit, 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 Crit. Na gut, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.